Hallo Pizza-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr seht, ist Facecam auf komplett Vollbild. Das liegt daran, weil ich was testen will. Und zwar, ihr kennt doch wahrscheinlich für die Leute, die TikTok schauen, es gab eine Zeit lang so einen Trend, wo man so Papier-Squashies gemacht hat. Ja, und das will ich mal ausprobieren. Ich hatte es schon mal gemacht gehabt. Bloß noch, ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben sind, und ich will wieder neue machen. Und ja, manche, die haben irgendwie so besondere Folie oder sowas genutzt gehabt, aber ich werde ganz normale Sachen nehmen, die jeder andere auch nutzen kann, der eigentlich so ein Zeug zu Hause rumfliegen hat. Eigentlich, ich bin nicht so eher so die Bastel-Expertin oder so, oder die hier ständig irgendwas basteln will. Ich habe keine Ahnung, weswegen ich schon mit dem Stift hier rumfuchtel. Aber auf jeden Fall, die Sachen, die ich nutze, sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Und ja, dann zeige ich euch erstmal das Material, was ihr dafür braucht. Ihr könnt es gerne nachmachen, wenn ihr wollt, und ja. So, das alles, was ihr jetzt hier sehen tut, ist eigentlich das, was wir brauchen. Eine Schere, Papier, breites Klebeband oder auch dünnes Klebeband könnt ihr auch nutzen. Aber ich würde euch großes, also breites Klebeband empfehlen, oder vielleicht auch zur Not so dünnes Klebeband noch nebenbei noch haben. Also Schere hatte ich gerade schon erwähnt gehabt. Stifte. Ich habe Filzstifte genommen. Also ich habe hier noch Fineliner hinten drin, aber das brauchen wir eher weniger. Und ja, ein DIN A4 Blatt habe ich jetzt einfach genommen. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir ein Pizza-Emoji machen. Und ja, Charlie gibt auch noch zu, dass er Bock auf Pizza hat. Ja, und dann würde ich sagen, werde ich jetzt anfangen, das drauf zu zeichnen. Also wichtig ist, dass zwei Seiten sein muss. Also sprich, ich werde erstmal das hier umfalten, wenn ich es hinbekomme. Na? Jetzt wird hier Gaming-Kanal zu Bastelkanal oder was? Gott, ey. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber ich wollte mal ausprobieren, ob das bei euch gut ankommt, ob ihr sowas vielleicht öfters sehen wollt oder keine Ahnung habt. So, jetzt haben wir es einmal gefaltet, und ja, dann werde ich mal jetzt hier mein Pizza-Emoji draufzeichnen, beziehungsweise, ja, erstmal draufzeichnen, sprich Fleischstift werde ich erstmal vorzeichnen, und ja, dann mal schauen. Und hier sieht mein Mikro. Okay. So, also den Grundriss haben wir jetzt schon mal. Ja, sieht man. Ja. Ja, dann male ich jetzt noch die, zeichne ich noch die Salami-Stückchen drauf, und dann geht's ans Ausmalen. So. Ich habe jetzt die Vorderseite erstmal fertig. Ich habe versucht gehabt, mit dem dunkelroten ein bisschen hier Schatten reinzubringen. Zwar ist das mir nicht so gut gelungen, aber naja, was soll's. Ich würde sagen, wir schneiden das gleich aus. Aber erstmal müssen wir die Bleistiftlinien wegmachen. Und ja, dafür nehmen wir ein Radiergummi, wenn man gut ist, ne? So. Bleistiftspuren sind fürs Grobe erstmal weg. Hoffe ich. ja. Dann geht's jetzt zum Ausschneiden. Halt aufpassen, dass ihr beim Ausschneiden nicht verrutschen tut, ne? So, jetzt solltet ihr eigentlich zwei Stück davon haben: einmal komplett weiß. Und eins sollte das angemalte sein. So, ich würde sagen, das andere male ich jetzt auch noch an, und ja. Die Rückseite ist jetzt auch fertig, und ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt ans Kleben. Nur vorweg schon mal, ich hatte vergessen zu erwähnen, ihr braucht noch Taschentücher zur Befüllung, ne? ja. Ich nehme dafür Taschentücher, weil das funktioniert auch gut damit. Ja. Habe ich früher zumindest so gemacht. Taschentücher müsst ihr also auch noch zusammensuchen. Warte mal, ich glaube, ich habe hier sogar noch welche. Da Taschentücher.
Ich habe jetzt hier erstmal nur 2 Stück liegen, vielleicht brauchen wir noch mehr. Müssen wir mal schauen. Kommt drauf an, wie groß euer Scrushy halt werden wird. Ich hoffe, ihr sprecht sie auch richtig aus. Naja, weil, wir fangen erstmal mit dem Kleben an. Jetzt muss ich den Anfang finden, Junge. Dort, wo das Ende ist. Ach, gefunden! Meine Fresse, ey. So. Kann ich hier das schon mal abschneiden. Ich lasse mal hier ein bisschen Platz, weil... Ah! Das muss ja noch unten runter noch festgeklebt werden. So, jetzt muss er das einmal umdrehen, dass die weißen Seiten innen sind. Na! Komm, ich mach das andersrum. Das ist, glaube ich, einfacher. Ah, shit, ich glaube, ich habe es falsch herum angemalt. Ja, eigentlich sollte es so herum angemalt werden, aber ich habe es jetzt aus Versehen falsch herum angemalt. Schade. Naja, das ist jetzt mein Problem. Bitte achtet da drauf, ja? Mist. Naja, was soll's, dann sieht halt meins jetzt nicht so eins aus. Ist ja eh nur ein Tutorial erstmal. Gut. Dann schneiden wir hier erstmal kurz rein, damit das für den Boden ist. Na komm! Help me! Klebeband wenig. Jo, diese Schere, ey. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, komm, ich mal das noch an, ey. Ist mir jetzt egal. Kommt, ich mal das nochmal kurz schnell an. Die Farbe geht schon fast alle. So, jetzt aber. Jetzt kann man das 1:1 machen. So. Das schlagen wir jetzt einfach mal hier rüber. So, das passt. Okay, ich glaube, hier schneiden wir nochmal rein. Da, wo die Kurve anfängt davon. So. Können wir das hier nochmal extra biegen? So. Und das hier, das machen wir extra hier unten für die Ecke. So, das kann man jetzt hier noch rumschlagen. Und für hier ganz unten nehmen wir ein dünnes Klebeband. Wenn es will. So. Überlegen wir das so dran machen. Ja, komm, machen wir das waagerecht dran hier. Sieht man das? Schon. Da schnippeln wir jetzt mal ein paar Mal rein. Damit das auch wirklich gut funktioniert. So, und das, was übrig ist, was hier noch so absteht, wenn man sieht hier, ein bisschen was hier absteht, das könnt ihr jetzt einfach nur abschneiden. Es ist auch nicht schlimm, wenn irgendwo was undicht ist, beziehungsweise undicht. Wenn irgendwas noch frei ist, ist es nicht schlimm. Jetzt sollte es eigentlich bei euch so aussehen. Und ja, jetzt machen wir noch die Seite. Und dann müssen wir hier uns um die Kanten kümmern. Aber das machen wir mit einem dünnen Tesafilm. Das, was jetzt hier absteht, das könnt ihr dann wieder... So. Jetzt haben wir so eine Art Tütchen. Und hier diese Ecken werde ich dann jetzt erstmal mit dem dünnen Tesafilm einfach machen. Jetzt hier die Ecken erstmal fertig gemacht. Sprich, hier geht nichts mehr auf. Naja, bis auf jetzt hier. Wow, muss ich noch ein Tesafilm drüber gehen.
Warum ich das nicht frage, weil ich dich dumm gucke. So, das was wieder, ups, das was wieder absteht, wieder abschneiden. So, gut. Dann würde ich sagen, geht's ans Befüllen. Und zwar mache ich das immer so, was heißt jetzt immer, ich habe das früher so gemacht, dass ich Taschentuch erstmal auseinandergerupft habe, ne? Das heißt eigentlich hier so, damit es erstmal so luftig ist, dass nicht zu viel staut und sowas. Manchmal hatte ich auch gar keinen Bock und habe einfach komplette Taschentücher reingestopft. Also so wie sie waren, habe ich sie einfach reingemacht und das war nicht so prickelnd. Es ist nicht schlimm, wenn die jetzt hier so auseinanderfallen. Das ist sogar gut. Weil dann kommt noch mehr Luft dazwischen und dann macht es noch mehr Spaß, damit später rumzuspielen. Ja. Dann könnt ihr das einfach hier so reinstopfen, wenn es wäre. Ah, hier habe ich noch gerade ein Loch gefunden. Wo ist mein Tesafilm? Hier. Halt, da müsst ihr ja darauf achten, dass hier nicht so Riesenlöcher sind. Wenn es so Mini-Löcher sind, dann ist es kein Problem, weil dann fällt es nicht raus. Aber wenn schon so größere Löcher, so wie sowas hier da ist, dann will ich sie zukleben. Also jetzt hier, wo wir das halt befüllen. Es muss halt so richtig schön voll stabil sein und sowas, ne? Also, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Gerade ein bisschen mit der Schere nach, weil hier unten in der Spitze kommt nicht so rückdrücken. Dann nehme es für die Nase putzen. Ich nehme es für was denn? Und meine Eltern fragen sich die ganze Zeit, wo schon das ganze Taschentuch abbleibt. Die deckt keine Ahnung, was weiß ich hier. Und in Wirklichkeit bastel ich nur damit. Die Leute, die im Bio aufgepasst haben, wissen Bescheid, was ich meine. Später ist das Video ab 18 hier. La 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 la. Mein Squishy ist jetzt hier so gut wie voll, würde ich sagen. Und ja, da würde ich mal sagen, kleben wir das hier oben zu. Und Hinweis, da wo hier zum Beispiel kein Kleber ist, da muss auch noch Tesafilm hin. Also sozusagen muss das komplette Teil in Tesafilm eingepackt werden. Brushy ist jetzt hier fertig geklebt. Ich schneide jetzt nur noch die Reste ab. Und fertig ist es. Also man kann damit jetzt richtig schön rumspielen, also ganz ehrlich. Vielleicht ein bisschen Taschentücher hätte noch gefehlt, aber kann man ja nochmal aufmachen und nachfüllen. Also ganz ehrlich, dafür, dass man nur so ein paar Sachen dafür braucht, finde ich, ist das recht geil schon. Oder was sagt ihr? So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mit dem Tutorial was anfangen, wenn ihr sowas auch nachmachen wollt. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Emoji ich als nächstes machen soll. Und ja, vielleicht, wenn es bei euch gut ankommt, kann ich es ja nochmal machen. Bloß halt jetzt nicht so ausführlich, sondern nur so in Speed-Modus, wie sonst vorhin die ganze Zeit, ne? Ja, hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.